Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Brostars. Im letzten Video habe ich ja angekündigt, dass der bei der letzten Runde da gewonnen hat, mit mir zusammen Duos ein Video aufnehmen darf. Und hier haben wir den Gewinner, Juvistar80. Wir haben jetzt ein Duo gemacht, wir machen jetzt Duo zusammen und starten jetzt dann gleich sofort mit der Runde. Dann wollen wir mal gucken, was, wie gut, Juvi da 80 ist. Hoffen wir mal auf ein paar tolle Wins. Oh shit, Piper ist verletzend. Und Piper hat mich gekriegt. Was machst du da? Nicht stehen bleiben! Holy crap! Hau ab da! Oh mein Gott! Oh Mann. Boah, jetzt bin ich gestorben bei irgendwo. Warum bleibst du? Digga, oh Mann. Das war jetzt wirklich echt verrückt. Ich nehme meinen anderen Bruder. Zu viele Punkte jetzt schon nicht zu verlieren. Oh, mal sehen, welchen Karte ich dann nehme. Ich nehme Bibi. Na, mal gucken, ob ich was mit Bibi reiß. Er hat jetzt Poco genommen. Noch ein Charakter, der eigentlich ganz gut ist, meiner Meinung nach. Ich habe den ja auch auf 400 drauf gehen gepusht. Weil der gut ist, sonst würde ich den nicht auf 400 pushen. Jetzt kriegen die auch nicht Lucky, wenn die da reingehen und die gehen nicht rein. Ist ja doof als Nahkämpfer gegen so viele Fernkämpfer hier. Alter, Mann ey. Das ist ja so ein Kotzen. Über den Weg hat ich noch einen Kohl. Warum nimmt er Frank? Frank ist auf der Map richtig unpraktisch. Sagen wir es mal so, man kann mit jedem Bowler spielen hier, aber ob der so praktisch ist auf der Map, ist eine andere Sache. Am besten wäre es halt, wenn irgendwie einen Fernkämpfer nutzen würde. Wäre jetzt am praktischen. Wow, die sind tot. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Cubes mehr. So, jetzt noch die Bibi hier töten. Gut, die ist dann auch down. Okay, ist ja doch nicht so schlecht, einen nach Frank zu haben. Okay, holen wir uns ja jetzt endlich den Ring. Okay. Boah, er ist doch schon schade. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Platz 1, super. Endlich mal wieder Plus hier. Ich spiele jetzt hier was cool weiter. Er war jetzt ja nicht so schlecht. Okay, er verlässt. Oh, wir können da gut, ne? Oh,
Go und Let's Play. Oh Mann, ich entschuldige dich, das ist alles gut, wir haben doch noch gewonnen, das reicht doch. Mensch, dass man nicht Frank nicht im Nahkampf gegen den Bull mit wie viel Cubes der auch hatte, gewinnen kann, ist doch logisch. Reicht doch, dass ich ihn noch getötet habe. Hier haben wir diesmal ordentliche Cubes-Start hier. Das geht doch mal. So, holen wir uns doch den Cube da. Gut, so. Haben wir schon mal 5 Cubes und das sollte ein guter Anfang in die Runde sein. Hallo, warum hat er nicht geschossen, Alter? Oh mein Gott, ich hätte ihn gekillt, aber nein. Oh Mann, das wäre so geil gewesen. Weiter geht's. So, welchen Charakter will er jetzt spielen? Oh nein, Tick. Please, kein Tick. Oh, ich hasse diesen Bruder, diese. Ich weiß nicht, warum ich ihn hasse, ich glaube, weil ich nicht gut mit ihm klarkomme, aber naja. Es ist auch nicht so schlimm, er kann ja auswählen, was er möchte. Aber halt ein Win wäre schon nice. Und vielleicht ist er ja auch gut mit Tick, wo er halt mitgeht. Oh, jetzt kommt die Hose hier. Das ist der Vorteil, dass ich seine Snapro habe, dass ich weiter schießen kann. Okay, jetzt würde er hier fehlen. Jetzt bin ich eingekesselt von der Rosa und Anita. Nein, ich gehe auf Rosa. Okay, weil jetzt bin ich down. Ja, keine Chance. Okay, er campt da. Er macht das Left Camp. Als Tick ist das nur nicht so praktisch. Ne? Ich hoffe, er sammelt das Lushy jetzt nicht versehentlich ein, weil er da spielen mit mir. Mal gucken, ich werde den Slush hingehen hier. Wir haben Sinn für den Kult-Ding. Oh shit. Da kam die Rosa mit Slushy. Das war nicht so praktisch. Er darf jetzt nur nicht sterben. Und er wird sterben. Schade. Das war jetzt echt nicht schlecht. Kann er ja nichts hören. Aber die Gegner waren noch stark. Ich nehme mal jetzt Nita. Oder hier, ich bin Abbrecherin. So, ich nehme jetzt deine Mike. Wen spielt er da? Karl. Okay, dann nehme ich mal Mortis. Hab ja jetzt den neuen Skin von Mortis, den Rocker bei Mortis da. Den gab es mal im Angebot für 39 Juwelen statt 150. Habe ich mir gleich gegönnt. Ich frag mich, wie viele Trophäen er überhaupt hat. Ich hab gar nicht drauf geachtet gehabt, wie viele Trophäen er hat. So, wir haben schon mal 2 Cubes. Das ist schon mal von Vorteil. Und die haben 7 Cubes. Das ist ein Nachteil. Oh Mann. Ich hoffe, er ist wenigstens mit Karl Cube. Also mit Frank ist er jedenfalls auf jeden Fall besser als ich, weil Frank hätte ich nicht mal einkillen vielleicht. Von der Seite kann ich einfach mal da drin stehen. Nee, ja, klar. Okay, das war ein Fail. Ja, die können nicht anschauen, das war jetzt echt unüberlegt von mir. Okay, scheiße, habe ich ihn auch im Minus. Na gut, dann werden wir jetzt einfach mal noch. Oder ich nehme Piper, komm, ich nehme Piper.
Folge hier. Ich habe nur gesagt, das ist jetzt die letzte Runde, danach mache ich kein Video mehr. Warum sagt das Schill, alter Mensch? Ich hab doch gar nichts gesagt. Also schon, aber das war doch gar nicht böse gemeint. Ich meinte nur mit letzter Runde, dass ich halt nicht mehr weiter dann aufnehme, weil ich dann erstmal offline dann gehe. Mensch. Es lag nicht daran, dass wir jetzt verlieren oder so. Das ist mir eigentlich völlig Rolle. Klar, bin ja toll. Aber ja, kann man nichts mehr machen. Jetzt hat er mich das erste Mal getroffen, der Spike. Slushy, den gönn ich mir mal. Oh shit. Da kam einfach ein Leon mit Slushy in. Naja, schade. Okay, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich werde jetzt auch öfters mal außerhalb der Tutorialzeit auch mal so eine kleine Mini-Turnier machen, wo ihr dann gewinnen könnt, mit mir halt alleine an Duos zocken. Ja, lasst einfach ein Like da und okay, wir machen jetzt eine einzige Runde noch. Jedenfalls, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aktiviert die Glocke, es kostet euch nichts und hilft mir weiter zu wachsen, wodurch die Videos besser werden, denn je mehr Abonnenten ich habe, desto professioneller werde ich es mir klar. Gibt schon mein Bestes jetzt so, aber es geht natürlich immer irgendwie besser und das werde ich dann machen. Und auch ab die 150 Abonnenten, wenn wir die erreicht haben, werde ich vielleicht den ersten Livestream wirklich machen. Der Leon hat gerade Slushy gegen den sollte nicht im Nacken gefunden. Okay, das war jetzt komisch, er hat gegen jemanden geschossen. Weiß nicht so. Boah, da war ja einer drin. Okay, Spike ist down. Boah, zu spät. Also ich bin schon noch so ein Schatten. Okay. Zumindest Minus bietet keine Punkte mehr. Das war gut überlegt. Das soll ich jetzt nur. Oh, wir kriegen sogar Plus. Das ist cool. Das ist super. Ich kann keine Punkte kaufen. Okay, Rose gehen. Ah, schade. Das wäre am Ende doch so. Können wir auch nicht mehr machen. Das ist zu Ende. Trotzdem gut gespielt. Juvi ist da 80. Wir haben immerhin wenigstens Plus gemacht. Manchmal. Zumindest wenigstens mit Piper bin ich wieder im Plus. Das ist auch richtig gut. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefallen. Schreibt einfach mal in den Kommentaren, ob ihr sowas öfters sehen wollt. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.